Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin sie euch noch schuldig, die Probox aus dem Monat Juni, die Raubfischbox natürlich auch noch, die kommt auch noch, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aktuell gibt es gerade bei MyFishingBox eine coole Aktion, wenn ihr euch diese Probox hier im 12-Monats-Abo oder im 6-Monats-Abo euch holt. Das 12-Monats-Abo kostet die Box monatlich 24,95 €. Dann bekommt ihr eine Meterlatte dazu, also so ein Maßband, und zwar von Jörg Strelo, Wert 19,95 € mit dem Code SCALE. Steht auch nochmal alles auf der MyFishingBox-Seite. Ich verlinke euch das auch unten nochmal und alle anderen Links, die ihr zu diesen Produkten und Produktseiten wissen müsst. Neu bei mir sind auf jeden Fall die Affiliate-Links, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da habe ich mein ganzes technisches Equipment, was jetzt natürlich nicht so hochwertig ist, aber mal verlinkt. Wenn ihr da draufklickt, verlinke ich euch auch nochmal ein paar MyFishingBoxen, die es über Amazon gibt. Dann habt ihr natürlich keine Zusatzkosten, wenn ihr dann über Amazon was kauft. Aber selbst wenn es nur eine Packung Oropax ist, habe ich da auf jeden Fall was von. Und ihr helft mir damit, dass ich noch vor meinem 40. Lebensjahr die Million voll mache. Genau. Ja, habe ich alles gesagt? Dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Bin schon ganz aufgeregt. Probox ist immer was Besonderes. Und los. Schwupps. So, was haben wir denn hier? Das Zanderpaket. Jörg Strelos Zanderpaket. Umweltfreundlich fängig. Umweltfreundlich fängig. MFBU-App. In der MFBU-App findet ihr natürlich alle Infos, die ihr zu den Boxen braucht. Das digitale Newsheft gibt es ja jetzt. Ich will jetzt nicht sagen nur noch, das hört sich doof an, aber in einer digitalen Welt brauchen wir doch tatsächlich nicht mehr ganz so viel Papier. Da riss er den Papierschnipsel ab und schob ihn weg. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine. So, das sind jetzt also umweltfreundliche Köder. Die sind alle einzeln eingepackt. Also nicht einzeln, aber jedenfalls einzeln in einer Tüte. Ja, die wollen auch nicht raus. Jetzt hier auf jeden Fall mal ein Low Action mit einem kleinen V-Tail. Eieiei, ich krempel das mal um. Ich glaube, das geht wohl einfacher. Schwupps, schwupps, pink. Pink mag ich. Also nicht, weil ich auf pink stehe, sondern beim Angeln auf jeden Fall. Hinten mit einem normalen, klassischen Tail hinten dran. Hier sowas in, ja, so Kaulbarschfarbe, würde ich mal sagen. Auch schön. Und nochmal ein V-Tail in einer etwas natürlicheren Farbe. Ja, dazu passend Jig-Köpfe und sogar ein Stinger, glaube ich. Nochmal. Hängt fest. Na. Da ist er. So. 15 Gramm Kopf hier. Also für auf jeden Fall weite Würfe. Und ein bisschen was für fließende Gewässer. Und das ist hier wahrscheinlich ein Siemer, genau, und ein kleiner Stinger mit einem Fluoro hier. Ja. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, muss der sein bei der Ködergröße? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also, ich fische tatsächlich auch mal Stinger. Aber, weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen. Doch ein bisschen, also ich finde ihn ein bisschen klein für das Ding, muss ich wirklich sagen. Erhöht natürlich eure Chance, aber der Fisch sollte vielleicht auch eine Chance haben. Weiß ich nicht, müsst ihr selber entscheiden. Ich würde da keinen Stinger ran machen bei der Größe. Tatsächlich nicht. Genau. So. 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 Und so. Und dann geht es hier weiter. Mac Perch Curly. Und zwar von Abu Garcia hier einen kleinen mit Twister-Schwanz. Und die UV-aktiv ist blendend hell draußen. Ja, also auf jeden Fall der Schwanz, ne? Achso, ich könnte mir auch mal gucken. Ja, da sieht man es auf jeden Fall. Der sieht auch fast so ein bisschen so aus. Ja, nee. Nee, ja, nee. 110 mm eindeutig hier, würde ich mal sagen. Ein Barschköder auf jeden Fall. Ja, schön. Kann man so machen. So, dann legen wir hier los. Wir machen weiter. Das Cannibal Kit L. Das Cannibal Kit in der S hatten wir ja schon in der Ultra Leicht Box. Naja. Ich mach's einfach nochmal auf hier. Dass wir nochmal gucken, wie das korrekt montiert wird.
So. So, das gucken wir nur noch mal. Also Spinnerbad läuft immer oben. So, muss mal gucken, wie rum war es. Also wahrscheinlich so. Irgendwie so, oder? Genau. Wieder zu. Und dann kommt noch ein Gummi dran. Und so sieht das Ganze dann. Ups, falsch rum. So sieht das Ganze dann aus. Und das ist dann eure ziemlich fängige Kombination aus Spinnerbait und Jigkopf geführtem Gummifisch. Genau. Ja. Ist auf jeden Fall ein tolles Set. Also da kann man sicherlich ein paar Hechte mit überreden. Das werde ich auf jeden Fall mal versuchen, so zu fischen. Versuchen, so zu fischen. Sehr schön. So, den packen wir mal auch wieder hier rein. Schwupps. Schwupps. Cannibal Kit L. Large. So, was haben wir noch? Wir haben von Abu Garcia Beast Instant Spinnerbait. Ein Beast Instant Spinnerbait. Oh, das sieht aber sehr interessant aus. Design engineered in Schweden. Turns every softbait with jighead into an active. Also jeden Softbait mit jighead. Na, da gucken wir gleich mal. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Kriegen wir das hier raus. Oha. Oha. Das ist auf jeden Fall mal eine ordentliche Größe. So, das ist auf jeden Fall das gleiche System, ne, wie ihr hier seht. Nur in XXL. Ich könnte ja mal gucken, habe ich da was Passendes? Moment. So. Und zum Beispiel hier den Pro Action Shad, den Thunder Pro. Okay, der ist jetzt eine Nummer zu klein. Ich gucke mal, ob ich noch einen größeren habe. Moment. So, da bin ich wieder. Der könnte jetzt, nee, der würde schon ungefähr passen von der Größe her, würde ich mal sagen. Genau, also wenn der nachher montiert ist, ist es quasi genau dasselbe wie bei dem kleinen, wie bei dem, wie ist es, Cannibal Kit. Und das wird natürlich nachher so montiert. Und da würde ich schon so ein 15 cm kann hier hinten schon dran. Da kann vielleicht auch ein 18 cm Gummifisch dran, mit einem zusätzlichen Stinger vielleicht. Und dann sieht das Ganze nachher natürlich bei der Köderführung ziemlich geil und attraktiv aus. Aber ist natürlich auch ziemlich groß, ne? Also da ist hier nichts mehr mit Barschangeln, das ist schon was für die dicken Muttis hier. Aber cool, auf jeden Fall. Ja, und man ist natürlich flexibel, kann sich die Köderfarbe natürlich aussuchen und man kann sich die Gewichte, also das Bleigewicht natürlich aussuchen, wie tief man eben fischen will. Kann da wahrscheinlich auch ziemlich leicht fischen, ne? Wenn man eben über die Krautbänke ein bisschen mehr will. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Coole Sache. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch einen Aufkleber vom Oder Spreeangler. Unterstützt doch gerne mal seinen Kanal. Der wurde ja gehackt. Ne? Von der Fishing Box hier die aktuelle Bachforelle hier. Sehr geil. Ein Lolli in Himbeere, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. So, Verpackungsmaterial. Und dann haben wir hier Poste und Gewinne. My Fishing Box im Juni. Ein paar T-Shirts. Natürlich wie in der UL-Box. Und Treuepunkte. Genau, noch ein bisschen Werbung für die Topwater-Box, die habe ich auch schon vorgestellt. Könnt euch gerne mal angucken. Und dann würde ich mal sagen, ist das eine tolle Pro-Box. Ein bisschen was zum Basteln auf jeden Fall. Wieder volle Packungen mit insgesamt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Gummifischen und noch ein wenig Zubehör natürlich mit Jig-Köpfen und toll. Also, schöne Sache auf jeden Fall. Da kann man echt nicht meckern. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das. Haut mal rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Lemmy!